Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Thema der Aktuellen Stunde komme, möchte ich doch die Gelegenheit hier nutzen, weil es ja auch mehrfach angesprochen wurde, hier ein paar Sätze zu meinem Rücktritt gestern als flüchtlingspolitische Sprecherin meiner Fraktion zu sagen. Mich überrascht, ehrlich gesagt, dieses große Echo, denn am Ende war es eine ganz persönliche Entscheidung. Klar, Herr Stamp, sei es Ihnen zugestanden, dass Sie ein bisschen politischen Profit daraus schlagen wollen. Aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, das sind so Momente, in denen man auch nach ganz vielen Jahren Berufspolitikertum, und ich gehöre jetzt dem Landtag hier 16 Jahre an, davor war ich 10 Jahre auch kommunalpolitisch aktiv, aber das sind so Momente, wo sich das Gewissen meldet und sagt, stopp, hier ist eine rote Linie überschritten, wo du persönlich nicht mehr mitgehen kannst. Nicht mehr und nicht weniger war das. Und warum habe ich das gemacht? Die bisherige Praxis in Nordrhein-Westfalen haben wir Grünen immer mitgetragen. Das war Afghanistan kein genereller Abschiebestopp. Deswegen also auch Ihren Antrag hätten wir sehr wahrscheinlich abgelehnt, Kollegen von den Piraten, sondern zu schauen, wenn Einzelfälle da sind, schwere Gefährder, Straftäter, ja, mit terroristischem Hintergrund, die ja wirklich hier auch eine Gefährdung für Land und Leute darstellen, dass das möglich sein muss, die abzuschieben, aber eben immer nach individueller Einzelfallprüfung. Und es waren auch sehr, sehr wenige Fälle. Wir hatten in diesem Jahr drei, im letzten Jahr, glaube ich, gar keinen. Von dieser Praxis wurde aus meiner Sicht abgewichen mit diesem Sammelcharter. Und worum ging es da gestern? Ich glaube, es ging dem Bundesinnenminister darum, hier ein Exempel zu statuieren, ohne Rücksicht, und das ist der Vorwurf, den ich ihm mache, ohne Rücksicht auf die Menschen, die er hier in eine ungewisse Zukunft führt. Und nach wie vor ist die Menschenrechtslage in Afghanistan nicht so, dass ich das für verantwortbar halte, hier Sammelabschiebungen zu machen. So. Das war der Grund dafür, dass ich gesagt habe, hier ist meine persönliche rote Linie und ich möchte nicht, dass Nordrhein-Westfalen sich an dieser Politik beteiligt. Das ist meine Bewertung, bei der bleibe ich, und deswegen hielt ich das für unvereinbar, hier weiterhin als flüchtlingspolitische Sprecherin meiner Fraktion diese Politik mitzutragen. So, zum Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Stamp hat es eben auch aus seinen eigenen Erinnerungen angeführt. Ich kann das ergänzen, 1999. Ich selber stand am Wahlkampfstand in Düsseldorf. Wir hatten Kommunalwahlkampf und neben uns war der CDU-Stand. Und es war genauso, wie Sie es gerade geschildert haben. Die Kampagne von Roland Koch lief. Alle gingen zum CDU-Stand und sagten, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Wo kann ich hier gegen Türken, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Und die Wahlkämpfer am Stand der CDU sagten nicht, Moment mal, liebe Bürgerinnen und Bürger, darum geht es nicht. Wir haben ja eine andere Auffassung zum Doppelpass und die möchte ich Ihnen gerne erläutern. Nein, die Wahlkämpfer von der CDU hielten diesen Leuten die Unterschriftenliste unter die Nase und sagten, so, hier können Sie unterschreiben, sofort. Das war die Lage 1999. Daraufhin kam es zu diesem Kompromiss mit der Optionspflicht, wie dargestellt. Und dann hatten wir 2005 einen Integrationsminister Laschet. Und ich habe mir noch mal seine Zitate rausgesucht. Und er hat vor 10 Jahren gesagt, in einem Interview mit der Taz, viele Kulturen heißt auf Lateinisch Multikulti. Hier leben über 3 Millionen Muslime, die bleiben auch auf Dauer hier. Auf die Frage, Unionspolitiker sagen trotzdem immer noch, Deutschland sei kein Einwanderungsland, sagt Armin Laschet 2006, diese These war schon immer falsch. Das war eine Lebenslüge. Wenn in ein Land mehrere hunderttausend Menschen jedes Jahr ziehen, ist das natürlich ein Einwanderungsland. Ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich auch in der Union durch. So Armin Laschet vor 10 Jahren. Ich glaube, da hat er sich gründlich geirrt mit seiner eigenen Partei. Inzwischen haben wir, ich habe noch mal die Zahlen nachgeguckt, mehr als die Hälfte der Einbürgerung wird unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit durchgeführt. Das heißt, der Doppelpass ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Was sind das für Länder? Iran, Syrien, Afghanistan, Algerien, Marokko, Tunesien. Alles Länder, wo die Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft laut Gesetz nicht möglich oder auch nicht zumutbar ist und wo ein Doppelpass ausgestellt wird. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, worüber wir heute reden. Wir reden darüber, dass man den Türken, den türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern diesen Doppelpass nicht geben will. Nur darum geht es. Und ich glaube, auch da unterliegt die CDU einer erneuten Lebenslüge. Denn sie meint, und
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mich haben die Demonstrationen hier von hier geborenen Menschen, ja, türkischstämmigen Menschen, hier geboren, die für diese Erdogan-Politik auf die Straße gehen, haben mich auch ziemlich fassungslos gemacht und auch besorgt gemacht. Aber zu meinen, dass diese Demonstrationen, wo man merkt, ja, wir verstehen es nicht, warum ihr hier auf die Straße geht für eine Politik, die doch mit unseren Grundwerten nichts zu tun hat. Was ist da schiefgelaufen? Selbstverständlich, Herr Cooper, müssen wir uns alle diese Frage stellen. Aber die Antwort kann doch nicht darauf sein, und jetzt machen wir wieder die Optionspflicht. Das hat nichts mit der Doppelpassdebatte zu tun. Im Gegenteil. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir diese Probleme, die wir hier in der Community haben, nicht mit dieser Antwort lösen können. Und ich sage Ihnen, das ist eine erneute Lebenslüge. Und nach 10 Jahren machen Sie hier dieselben Fehler nochmal, nach 20 Jahren. Und ja, ich finde es traurig und ich finde es schade, weil ich glaube, da waren wir auch mit der CDU in diesem Landtag mal weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Lücker.